Mein Name ist Thorsten Krings und ich bin Landtagskandidat für die FDP im Wahlkreis 37. Ich möchte in unregelmäßigen Abständen Videos zu aktuellen Themen aus dem Landtagswahlkampf machen. Und heute möchte ich mit Ihnen über ein sehr trauriges Thema reden. Sie haben es vielleicht selber auch in den letzten Wochen in den Nachrichten gelesen, dass scheinbar auch als ein Resultat der Corona-Krise der Anteil an kinderpornografischen Bildern, Filmen etc. Im Internet rasant gestiegen ist, beziehungsweise auch deren Abrufe. Das ist etwas, was mich leider nicht sehr überrascht hat. Ich habe vor einigen Wochen in der New York Times einen Podcast zu dem Thema gehört, wo man gesagt hat, also der Anteil dieser Materialien hat sich in relativ kurzer Zeit mehr als verhundertfacht. Das heißt, wir müssen heute davon reden, dass das pandemische Ausmaße angenommen hat. Wir haben auch immer wieder Skandale, in denen Kinder missbraucht werden. Und das Erschreckende ist für mich, wenn man dann sich das Ganze mal anschaut, dann kommt in den meisten Fällen dabei raus, dass das eigentlich wenig überraschend war, dass es auch eigentlich gar nicht so sehr im Verborgenen stattgefunden hat, dass es eben nur niemand sehen konnte oder sehen wollte. Und ich glaube, hier haben wir einen ganz hohen Handlungsbedarf. Wir müssen die Schwächsten in unserer Gesellschaft effektiv schützen. Und da muss ich leider sagen, erlebe ich von der Landesregierung keinerlei Initiative, hier konkrete Maßnahmen vorzulegen. Was brauchen wir? Wir brauchen Präventionsmaßnahmen. Die Charité in Berlin hat ein Programm gestartet, die sich an Pädophile, also wirklich Menschen, die so veranlagt sind, wenden und sie aufgefordert hat, Hilfe zu suchen, damit sie eben nicht zum Täter werden. Das finde ich eine ganz, ganz wichtige Initiative und da brauchen wir auf jeden Fall mehr. Wir brauchen auf jeden Fall härtere Strafen, weil natürlich gerade bei Kinderpornografie, bei Pornografie allgemein, natürlich dann bei vielen so die Ansicht da ist, das ist ja eigentlich ein Verbrechen ohne Opfer, weil die Bilder sind ja eh da und ob man sich die jetzt anguckt oder nicht, macht ja keinen Unterschied. Und hier müssen ganz klare Zeichen gesetzt werden. Wir brauchen hier deutlich härtere Strafen. Und ich finde es halt beschämend, dass unsere Bundesjustizministerin erstmal sagt, nö, das ist alles nicht so dramatisch. Nachdem das dann ein Aufschrei des Entsetzens geht, kippt sie am nächsten Tag um und sagt, ja doch, sie ist auch für eine Verschärfung der Strafen. Das ist für mich nicht glaubwürdig und ich denke, das Land Baden-Württemberg muss sich hier dafür einsetzen, dass auf Bundesebene härtere Strafen gefordert sind. Was wir aber auch brauchen, ist, wir brauchen mehr Polizei. Wir können nicht einfach nur darauf warten, bis irgendwas zur Anzeige gebracht wird, sondern da muss proaktiv ermittelt werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wir brauchen vor allem aber auch besser ausgebildete Behörden. Das betrifft die Polizei. Wie geht man mit sowas um? Was sind doch Anzeichen? Aber vor allem auch in den Jugendämtern. Denn das Erschütternde ist ja an der ganzen Geschichte, dass wenn man sich das anschaut, diese Missbrauchsfälle, in den meisten Fällen war das Jugendamt schon eingeschaltet und man hat nichts gesehen. Das heißt also, hier muss man wirklich besser qualifizieren, vielleicht auch nochmal Auftragsklärungen durchführen, vielleicht auch darüber reden, was Konsequenzen sind, im Positiven wie im Negativen. Es kann nicht sein, dass Leute aus Angst sich nicht um Verdachtsfälle kümmern und umgekehrt kann es auch nicht sein, dass es keine Konsequenzen hat, wenn man Verdachtsfällen nicht nachgeht. Aber wir brauchen vor allem auch in den Justizbehörden mehr Ressourcen, weil einfach solche Strafverfahren sich in unserem Land unglaublich lange ziehen und wir aber hier wirklich eine effektive Justiz brauchen. Und das, glaube ich, muss auf der Agenda stehen. Das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt der inneren Sicherheit und deshalb bitte ich um Ihre Stimme in der Landtagswahl.